Wasser, ich halte mich gleich ran. Doch, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh, du bist so süß. So, ich fühle dich geküsst. Nach Homo. Okay, okay. Soll ich über Lava und du über Wasser reinfüllen oder sowas? Ich kann dir die Lava-Dinger geben, aber... Well, ich weiß nicht, ob man die Blöcke an sich da rein tun kann. Ich hab da ein bisschen Angst vor. Wir müssen auf jeden Fall eine Stelle mal kurz gleich machen. Wo wir immer das Lava, die Lava kurz reintun können und dann... Machen wir, einfach ja, wir machen einfach die Folge so lange... Wir machen einfach die Folge so... Weißt du? Ich finde das einfach... Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Warte, das hier wird wahrscheinlich irgendwann nicht am Ende vom Video sein, sondern irgendwo ein bisschen ein Stück vorm Ende, weil wir brauchen auch bestimmt noch ein paar Minuten. Also wenn ihr bis hierhin guckt, dann seid ihr auf jeden Fall auch Leute, die nicht vorgeskippt haben. Schreibt mal alle, die jetzt hierhin gucken, beantwortet mal folgende Frage. Das hier, ihr wüsstet ja genau, was jetzt passiert. Also ihr wüsstet ja, wenn wir jetzt die eine nur gemacht hätten und wir hätten dann in den nächsten Folgen immer nur weiter daran gearbeitet, dann wäre es ja irgendwie, ich sag mal, langweilig, weil ihr wüsstet ja, oh, sie arbeiten jetzt so an der Technik. Und so haben wir jetzt einfach alles in eine Folge reingepackt. Und findet ihr das besser so? Oder findet ihr es besser, wenn es in mehrere Folgen, also aufteilt? Nichts jetzt gegen Rotblitz, weil er packt es in mehrere Folgen, aber es ist halt auch einfach, man muss halt noch natürlich so machen, wie es kommt. Aber generell jetzt nur für meine Zuschauer jetzt gesprochen. Findet ihr es gut, dass ich jetzt das alles in eine Folge packe? Oder hättet ihr gedacht, so, nee, das ist mir ein bisschen zu viel? Oder ja, ich finde lange Folgen generell gut. Kannst du mal einmal in der Woche kannst du mal eine lange Folge machen. Das würde mich eher freuen, weil ich gucke im Bett gerne lange Folgen oder so. Und ja. Also wenn ich lange Folgen mache, schreibe ich mal XXL unten drunter oder so und dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ich glaube, das ist sogar die längste Folge, die ich jemals im Dinger-Projekt aufgenommen habe. Ich weiß nicht. Das ist das XXL Möbelhaus. Das mit dem roten Stuhl. E-Hack, das mit dem roten Stuhl. Komm, erklär mir auch schnell, was... Okay, du kannst... Hol dir mal einen Eimer am besten. Ich sag dir das ja mal, was du tun musst. Damit du das verstehst von Firma her. Ich mach das mal eben hier kurz. So, den dritten befülle ich mal schnell. So. Ich guck mal auch, dass das ganz, ganz schnell da rausläuft, bevor das jetzt einfach wie Spacko da rausploppt, ey. Also, ich packe jetzt immer da Wasser in die eine Seite rein. Genau, warte, ich gebe dir jetzt erstmal hier meine Eimer nochmal. Und meine Lava. Die Lava musst du am besten. Das ist eine stille Lava, das heißt, du musst die platzieren und dann kurz mit dem Eimer aufnehmen. Wie packst du das denn da rein? Einfach nur Rechtsklick da drauf. Du musst einfach von außen mit Rechtsklick. Ach so, ich fülle es praktisch so da rein. So. Ja, genau so. Du hast jetzt noch Lava in deinem Inventar. Nicht einfach so da drauf gehen, sondern place das einfach hier hinten in dieses Loch rein. Ah, okay. Und dann nimm dir das mit dem Eimer raus und dann tust du da rein. Ich mach mal eben hier die ganzen Holzpipes hier drüben. Hab's gecheckt. Nee, hast du eh nicht. Ich will mit dem. Toll, ich mich von oben mit dem Portable Hall. Warum ist jetzt Cash? Ach so. Ebenso. Aber da kann man so ganz viel Wasser reintun. Aber wir brauchen nur ein einziges Tröpfchen Wasser, oder was? Genau, du brauchst nur einmal Wasser. Ich weiß zwar nicht, warum man da mehr reintun kann oder so. Weil ja, weil wenn man Cobblestone erzeugen möchte und man das verbindet dann mit Wasserröhren und sowas und pumpt Seen leer. Nicht Cobblestone, sondern man möchte vielleicht Obsidian erzeugen. Stell dir mal vor. Ach stimmt. Dann braucht man viel mehr Wasser. Das war dumm von mir. Ich hab manchmal jetzt schon ein paar Sachen mehr. Da ist ein Biss, ich hab grad keine Waffe, um mich zu wehren. Warte, ich helf dir. Hilfe! Der Blitz. Geh weg, du Fotze! Doch, ich hab eine Waffe. So, okay, pass mal auf, mein Freund. Wo ist er? Geh weg da? So, Hurenkind. Ist so, ich schwöre, richtiger Hurensohn. Ich schwöre, schau mal, was für ein Lappen, ey, was für ein Lauch. Was für ein Hurensohn! Boah, wenn man das mit der Lava nicht direkt macht, dann ist man total verwirrt. Deswegen mache ich jetzt direkt überall auch Lava rein. Da lang. Das dürfte jetzt eigentlich alles so funktionieren, wie es das gerade tut und tut. Hier ist Scrap drin, aber es wird nicht... Achso, ich bin so ein Jockel. Bam, badadam, bam, 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 badadam, bam, 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 bam. Da bin ich aber froh, was sollen wir trinken? 7 Tage lang. Was sollen wir trinken? So ein Durst. Da bin ich aber jetzt froh, dass bei Zoronic und Let's Gameplay wieder alles im normalen Bereich ist. Das macht mich auch glücklich. Das macht einen Seelenfrieden. Ich müsste noch ganz viel HV Solarpanels machen. Wir machen das ganze Dach voll, ne? Das habe ich ja gesagt. Ja. Klar. Ganze Dach voll HV. Boah, ey, du glaubst gar nicht, wie lange ich noch in den Crafts habe.
An dem HV-Ding. Ich habe die Folge nicht gesehen, wo du es gecraftet hast. War im Livestream. Ach, war, das, ach du hast da mal. Ach, stimmt, du hast da nein, ich habe das. Ich habe im Livestream hab ich die ganzen MV und Dinger gemacht. Ich habe. Das HV habe ich im Ding. War aber. Konnte ich einfach nur noch zusammensetzen. Aber im Livestream habe ich die ganzen MV-Dinger zu machen. Das war ja auch das, die Hölle. Das denkt man ja gar nicht, weil die MV-Dinger. Oh ja, MV. Aber ich musste ja. Oh ja, 8 MV. Mal 8 mal 8 MV. Weißt du? Das war ja einfach die Hölle. Also, da habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr, weißt du, von der Firma, ja. Aber. Man muss dann einfach auch mal die Augen, man muss dann einfach mal die Backen zusammenkneifen. Der Arschbacken. Ich verstehe nicht, warum das sich nicht richtig dahin platziert. Das fuckt mich gerade richtig ab. Aber übelst. Ich reiß hier alles auf, nur damit ich hier drankomme. Aber, Hast du noch ein bisschen Lava? Kannst du noch ein bisschen Lava machen, bringen? Nee, Lava habe ich nicht. Ich habe aber in einzelnen Yu-Gi-Oh! Meta Project Table fertig gemacht. Wer hat mir geschrieben? Achso, ich dachte, Tadel hätte mir mit Lava. Guck mal, hier fliegt ganz viel aus der, hier fliegt ganz viel raus. Hier fliegt ganz viel raus, du musst die Röhren irgendwie anders machen, hier fliegt alles raus. Sekunde, ich komme sofort. Ich muss eben. Ich bin gerade hier so ein bisschen stuck. Scheiße. Ist nicht gut, wenn alles rausfliegt, weißt du? Von Firma her ist das nicht gut. Ich bin da gerade nicht so froh, weil ich so stuck bin hier. Warte. Ich muss nochmal hier rum. Boah, Alter, du hast jetzt sieht es bei uns genauso aus wie bei Zeronic und Dingens, weil da fliegt auch die ganze Zeit Stein raus bei denen. Nur bei uns sieht's in Öko aus. Ich habe eine richtig gute Idee für das Stein, was da rausfliegt. Ich setze hier hinten, setze ich so einen Ofen, so einen magischen Ofen hin. Da kann einfach oben alles reingeschmissen werden. Dann brennt er diesen Koppel, der da rausfliegt, direkt zu Cleanstone um und das gibt dann noch Erfahrung oder so. Nee, wir wollen ja, dass es rübergeht. Wir wollen ja, dass es. Ja, aber wenn da irgendwas rausploppt, dann brennt das direkt zu Cleanstone. Gut. Hör mal, ja. Das hört sich so ein bisschen positiv an, würde ich mal sagen. Achso, das gefällt mir. Ich glaube, nur noch 3 brauchen wir, ich weiß aber nicht. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Lol, das geht jetzt. Boah, da geht jetzt die Post ab, Bruder. Ja, 3 ist richtig. Aber irgendwie so. Kann das sein. Ah, okay. Jetzt staut sich hier das ganze Scrap an, weil so viel können wir gar nicht produzieren. Also viel können wir das gar nicht rauspumpen, weil wir haben gar nicht so viel Redstone Engines. Deswegen habe ich jetzt mal noch ein paar Redstone-Engines. Ja, ich habe ein paar gecraftet, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon so weit kommen. Ich mache jetzt aber nochmal ganz, ganz viele Getriebe hier. Was sollen wir trinken? 7 Tage lang? Was Wie viele Redstone-Engines fehlen uns denn noch? So ein paar. Ich weiß es nicht genau. Also. Ich hasse das, wenn meine Hand einschläft, dieser Hurensohn. Was schämt diese Hurenhand sich eigentlich nicht? Das ist unglaublich. Wir können ja später hier dieses Ding hier, diesen Mass Fabricator, können wir ja woanders hin platzieren. Wir müssen das ja alles. Wir können ja hier hinten diesen Bereich hier unter den Solarpanels, können wir einfach dafür diese ganzen Sachen lassen. Und dann machen wir die anderen Sachen weiter, ziehen wir woanders hin später. Das ist ja alles okay. Ich habe das erst gar nicht verstanden alles. Ich musste mir gerade eben erstmal ein Tutorial mit dem Simon angucken. Weil ich weiß ja, nämlich gar nicht, was da los ist. Und obwohl wir ein Tutorial angeguckt haben, muss ich trotzdem dem Felix noch das anhand von dem Let's Game Play und Zeronic-Kram zeigen. Aber dafür haben wir jetzt auch was aufgedeckt. Weißt du? Wir haben aufgedeckt. Ich bin Rotpilz. Boah, schon, aber Bruder, ich schwöre, nein. Aber es geht mir schon so ein bisschen auf die Nerven, dass die ganzen Leute immer sagen, ich würde mich so an dir hochziehen. Und das ich ziehe mich eigentlich an dir hoch, aber das genau. Das stimmt eigentlich. Das geht ist genau andersherum. Der Simon ist ein richtiger Hund. Hätte auch gerne 10 Abos. Ja. 10 Abos, Leute. Ich hätte gern 10. Dann würde ich mit 10 Leuten auf dem Server spielen. Ich rede nicht mit dir, ich bin ein arroganter YouTuber. Ich hätte gern 5 Abos, dann könnte ich 5 gegen Willi spielen. Okay, das hört sich simpel an. Das ist organisierbar. Katie, spielen wir gleich 5 gegen Willi? Katie, spielen wir gleich 5 gegen Willi? Ja. Sollen wir das gleich einen Film angucken auf DVD? Mhm. Bin ich auch für. Suchst du einen Film aus? Ja. Einen ganz coolen? Wir machen hier ganz so produktive Sachen. Eigentlich habe ich gedacht, nach einer halben Stunde, ich höre auf. Dann jetzt eine Stunde, ich höre auf. Jetzt sind wir schon eine Stunde 20 Minuten dran, Alter. Eine Stunde 20 Minuten. Ist Katie traurig, dass ich dich gerade so ein bisschen klaue? Nee. Die Katie hat ja eh noch viel gelernt und so. Und jetzt, wir Katie? Machen uns auch gleich. Wir nehmen uns auch gleich Zeit füreinander. Oh. Aber. It's guy love. Moment. Hä? Du musst die echt oben und unten hinpacken? Ja, weil wenn ich die nebeneinander mache, dann buggen die so ein bisschen. Ist mir aufgefallen. Okay, ja, gut, dass wir. Oh, aber irgendwie habe ich. Hab's gerade nicht gecheckt, dass ich die gerade so ein bisschen falsch platziere, YOLO. YOLO, ich schwöre, Hipster. Ja, warte. Musst du nur jede zweite platzieren?
Warte, doch, ich muss schon jede. Hä, warum kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Siehst du auch das? Jetzt habe ich's. Hä? Okay. Holz. Ach so, du hast sie abwechselnd gesetzt, weil wenn die nebeneinander sind, backen. Ach so, jetzt habe ich's genau, verstanden. Genau, dann geht zum Beispiel, wenn jetzt einer daneben sitzt, dann ja, geht ja. Er in den anderen übereinander. Hab's gecheckt. Ja, bis hierhin sind ja eh noch keine. Habe ich so das Gefühl. In deinem Kopf. Warum ist hier schon Strom und da hinten nicht? Was mache ich? Habe ich falsch gemacht dort? Guck doch rein. Dann siehst du, was du nicht reingetan hast. Wir hier den Tauminomikum. Gucken wir ganz kurz, wie man den Ofen macht. Weil ich glaube, wenn wir den Ofen da machen, das wäre richtig gut. Also auch ein Netherziegel, Obsidian, Netherziegel, da ploppt gleich Obsidian, Netherziegel, Obsidian, Netherziegel, Obsidian, Lava, Eisentür, boah. Aber nicht rum. Also Eternal Furnace, den müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Den bauen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Dann machen wir den Furnace so, dass wir den hier hinter irgendwo stellen und dann fliegt alles, was da rausfliegt, also alles, was da rausfliegt, wenn da was rausfliegt, aber wobei. Hä? Bei Zeronic und Let's Game of Play flog immer schon was da raus, immer. Haben die immer schon die Kabel falsch gehabt oder? Ich hab echt das Gefühl, dass es bei denen so falsch war. Ich glaube, die haben einfach die Kabel falsch gehabt, weil hier, wo du schon richtig gemacht hast, sind nichts. Da ploppt ja nichts raus, also müssen wir es ja wohl richtig getan haben. Ja, also dann haben wir wohl ihr System nochmal aufgegriffen und verbessert. Aber guck mal, was hier alles rausfliegt, Alter. Alter Schwede. Holy. Ach so, ja, das ist, weil ich hab das schon bepumpt, also nicht wundern. Tu das einfach gleich mal in den Automatic Dingens Table. Ich hab nur gerade hier schon die Dinger gepowert. Also das ist kein Baufehler. Also ja, eigentlich schon, aber erzähl's keinem. Erzähl dir nicht drum. Willst du schon mal da kurz deinen wunderschönen Popo bewegen? Weil ich muss ja. Nicht kurz. Oder so. Ja, geh einfach darunter. Das geht auch. Geh einfach darunter. Hauptsache du bist weg. Ist nicht nett von dir, Brody. Tut mir leid, Brody. Boah, wie produktiv wir sind, Alter. Immer wenn ich mit dir aufnehme, dann machen wir so richtig krasse Technik-Scheiße. Ja, wir haben sogar Quantum-Boots. Ja, und wir haben sogar Quantum-Boots. Bin ich nicht super? Na, ich bin ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. So, weil es so eng ist, muss man das hier so ein bisschen blöd umleiten. Nicht in die Kiste. Hoho. Ich mache Street Cash, die andere war ich fies Rap. Okay, also wir werden auf jeden Fall diese Dinger hier woanders hin platzieren später, ja? Also die Kiste und dieses Ding. Also hier bleibt darunter sozusagen nur dafür. Scrap kommt mir so vor, als würde ich so Müll aufheben einfach. Aber irgendwie ist ja. das ist total hilfreich. Es ist eigentlich im Grunde genommen Müll. Ja, ja, Müll, den man Energie verwandelt. Das ist gut. Das Einzige, wo halt nichts mehr passiert, ist hier hinten, warum auch immer. Sind die voll oder so? Oder? Ach, ich hab das blöd eigentlich. Ich bin so ein Jockel. So, ich muss das hier einfach mal alles. Das ist mein Fehler. Boah, das hier müssen wir umsetzen, Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, dass es so eng ist. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Weil der Mars-Fabrik. Belege gerade, wie wir es am besten machen. So, jetzt fällt hier hinten aber nichts mehr raus. Lol, wie viel Cobblestone da ist. Lol, ja, das meine ich ja. Wie viele Stacks habe ich jetzt hier auf? Oh, mein ganzes Inventar ist voll. Ja, pack am besten mal eine Box Cobblestone. Alter. Nicht da oben, hier unten lieber irgendwo. Ist da irgendwo Stein? Ne, haben wir nicht, aber das kannst du hier reinpacken. Hier in diese Diamantkiste. In die Diamantkiste. Da ist viel Platz. Pack auch mal direkt in die Diamantkiste rein. Ich gebe dir mal kurz meinen Scrap hier. Da. Weißt du, das ist mein Scrap, nicht dein Scrap. Puh, also. Boah, das überfordert mich gerade. Ja, das ist schon eine voll funktionierende Yo-Yo-Meta-Farm des Todes. Boah, was fliegt denn hier durch, Alter? Was? So, jetzt dürfte alles funktionieren. Bisschen eng, ne? Ja, ein bisschen eng, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das ist ein bisschen blöd, wie wir da hinten an die Kisten rankommen. Ja, ja. Deswegen überlege ich gerade, ob ich es umstelle. Wie ich es umstelle. Also, ich meine, man könnte es theoretisch wirklich dahinter lassen. Also, jetzt ohne Scheiß, man könnte es echt dahinter lassen. Aber. Ne? Nee, wir lassen es nicht dahinter. Ja. Pass auf, ja, dann würde man es nicht sehen. Man könnte es echt dahinter lassen und könnte es einfach zumachen. Und dann wäre das einfach die versteckte Yo-Yo-Meta-Farm des Todes. Aber. Ja, ja. Pass mal auf, was ist, wenn wir die Sachen auf die Seite hier stellen? Hier so hin. Oder? Hier so. Wo ist er denn? Der umgespielt. Wo meinst du? Weil ich weiß nicht, ob das jetzt klug wäre, das noch mal nach unten zu setzen, wenn wir das einfach jetzt so lassen und dann. Ja, lassen wir so. Was wir nur ändern, wir ändern nicht das hier, wir ändern nicht unsere ganze Maschinerie, wir ändern nur das Ausgangsding. Also wir ändern nur unseren
Mass Fabricator, den tun wir woanders hin. Ja, und dann an die Kiste halt. Und die, ja, genau, das leiten wir woanders hin. Das heißt, wir leiten es. Ja, ich würde fast sagen, hierhin. Ich gucke, ich kann ja morgen früh am besten dann nochmal, wie viel wir dann produziert haben. Ja. Warte ganz kurz. Dann machen wir einfach Goldpipes und können das unterm Boden transportieren. Das ist ja echt kein Weg. Warte mal ganz kurz. Blöcke. Basalt, Brick. Basalt. Brick. Okay. Pass auf, wir machen es jetzt folgendermaßen. Hier. Oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Jetzt muss ich ganz, ganz kurz an der Branch mal kurz da drüber gucken. Denn ich habe nämlich, so wie es aussieht, mache ich gerade ganz, ganz viel Scrap in irgendeine falsche Richtung. Und das ist nicht gut. Warte mal. Es geht Scrap raus, aber es bleibt Scrap irgendwie da hängen, warum auch immer. Hier, wo das Schwarze ist. Hier kommt unser Ausgangsprodukt hin, okay? Okay. Erst einmal. Würde ich sagen. Dann machen wir es jetzt so. Das Kabel hier. So viel Zeug dabei. Mal ganz kurz. Das Kabel hier powert das alles hier, ne? So, warte, ich habe das jetzt hier kurz geschlossen. Ja, ich muss auch eben ganz kurz ausschließen. Ich muss eben den Strom abmachen. Ja, wär nice. Also, ich habe gerade so ein paar Probleme hier. Ja, ja. Ich muss gerade mal den ganzen Scrap hier rausnehmen. Moment. Ich weiß nämlich nicht, woran das liegt, aber... scheint so... Muss das Kabel hier unterirdisch verlegen. Scheint so, als hätte es entweder du oder ich gefailt, aber da ich hier für die Pipes zuständig bin, kann das ja eigentlich nur ich gewesen sein. Ich will einfach nur mal kurz... Okay, das geht sofort da rein. Das geht so. Jetzt aber. Komm bitte. Hä? Warum kommt Juju Meta da wieder raus? Jetzt haben wir auf einmal Juju Meta in dieser Laufbahn. Was ist da los? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen, meine Damen und Herren. Aber, wenn wir sie beantworten. Kann man das auch von unten in den Automatic Crafting Table leiten? Pass auf, du musst überlegen, dass wir jetzt eh das Ding woanders hinziehen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall das wo es rauskommt, also das Automatic Crafting Table Ding und so, ich hau den mal kurz weg. Das müssen wir auf jeden Fall umlegen. Am besten machen wir das sofort jetzt schon. Ja, machen wir jetzt auch. Pass auf. Ups, ich habe gerade hier Glasfaserkabel kaputt gemacht. Muss das Kabel aber eben unter. Das ganz Wichtige ist, das High-Voltage-Ding, was hier dran geht, dieses Kabel, das ist High-Voltage. Das heißt, wenn das eine andere Maschine berührt, ist alles am Arsch. Ja, okay. Dieses Kabel hier ist gefährlich. Deswegen mache ich das jetzt unterirdisch, damit das sich überhaupt nicht berühren kann. Niemals. Siehst du? Mhm. Deswegen packe ich jetzt hier so lang. Unterirdisch, weißt du, Brody? In der Kopf. Voll. Hab ich angeschrieben. Die ganze Zeit schreibe ich Leute an. Ich hab gerade, Justin ist wieder aus Kanada zurück. Ja. Ich hab mir noch gedacht, der wäre noch etwas länger weg oder so. Justin ist wieder da. Eigentlich wollte heute mit dem eine Folge aufnehmen, aber dann musste der leider nochmal weg. Der wird nämlich, der hat bald eine OP. Weisheitszähne. Die Weisheitszähne. Huiuiui. So. Pass auf, guck. Jetzt habe ich das Kabel hier unter euch gelegt. Oder? Hier dürfte jetzt ganz viel Scrap rauskommen. Oh Gott. Ich krieg das Kotzen, wenn ich das sehe. Können wir hier ganz schnell das alles mal abbauen? Also, nimm's einfach mit der, Ja, mach ich jetzt gleich. Du kannst auch eine Portalgun haben, dann kannst du schon mal das machen. Hier sollen wir es hintun, hier wir es hinführen. Aber ich wollte vorher noch das hier, untertunneln, das Kabel. Ich will unbedingt mal den Mass Fabricator hier rausholen, ne? Ja, mach das. Ich hole eben noch, Ich stell den einfach mal kurz hier auf das Ding drauf. So. Oh Gott. Was hab ich getan? Was denn? Nein, was hast du getan? Nein, es geht das ganze Yu-Gi-Oh! Meta. Habe ich gerade aus Versehen aus der Kiste rausgesaugt. Und es ist jetzt hier im Kreislauf. Passiert. Okay, warte. Das mach ich mal hier eben weg.